Am Montagabend wurde vor dem Cinemax-Halle der rote Teppich ausgerollt. Das Filmpublikum nahm von den Polizeirufkommissaren Schmücke und Schneider, alias Jackie Schwarz und Wolfgang Winkler, Abschied. Vor Fans und Prominenz präsentierten sie ihre 50. und nach 17 Jahren auch letzte Folge des Polizeirufs 110. Neben Winkler und Schwarz ließen sich auch die Schauspieler Thomas Rath, Isabel Gerschke und Sonja Kirchberger die Premiere in Halle nicht entgehen. Auch Halles ehemalige Oberbürgermeisterin Dagmar Sabadosch und Sachsen-Anhalts Innenminister Holger Stahlknecht waren unter den Gästen. Winkler und Schwarz machten die Stadt Halle mit ihrem Polizeiruf 110 weit über die Stadtgrenze hinaus bekannt. Dennoch wird ab Herbst für den Polizeiruf in Magdeburg ermittelt. Am 3. März wird die letzte Folge Polizeiruf 110 mit Winkler und Schwarz unter dem Titel Laufsteg in den Tod im Fernsehen ausgestrahlt.